Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zum Äther. Äther. Ja, und jetzt mit Texture Pack und es sieht wahnsinnig genau, geil aus. Oh, hier ist Lila-Zeug. Ja, baue ich ab. Den Namen immer noch vergessen. Aber egal. Zanit. Zanit, genau. Wir haben ein neues Texture Pack, wie man unschwer erkennen kann. Ja, das alte im Prinzip, aber es wurde ja, halt schon abgedatet. Das backt irgendwie ein bisschen, finde ich. Aber okay. Was machen wir deine dämlichen Barrikaden hier weg? Was für ein Barrikaden? Achso, ja. Jetzt brauchst du einfach nur abbauen, das sind einfach nur Zäune. Ja, ich habe aber leider keine Spitzhacke. Ich baue gleich eine Treppe hier runter. Gut. Ja, wir haben uns ja eben schon drüber unterhalten, also offscreen so ein bisschen. Ja. Das Pensum, wir haben 4 Wochen Äther pro Woche. 4 Folgen Äther pro Woche. 4 Folgen Äther, vier, genau, 4 Wochen. 4 Wochen Äther pro Folge. Äther pro Folge. What? Nein, okay. 4 Folgen Äther pro Woche und ich habe ja nebenbei noch wo 4 Folgen habe ich neue Augen. Mhm. Ich finde das eigentlich schon ein übelst heftiges Pensum. Ist echt so. Aber es ist in Ordnung. Es macht Spaß. Erstens das und man kriegt es vor allen Dingen hin. Ja. Also wenn man sich jetzt überlegt, was man noch so alles hinkriegen kann, ne, also wenn man sich zum Beispiel Werbung, den Kanal von Gronkh anguckt, der macht ja... Für den machen wir ständig Werbung, Alter, der müsste uns schon dafür bezahlen. Ja. Ey Gronkh, bleib mal geil. Naja, wenn man sich seinen Kanal mal anguckt, das ist doch... Ja, ich finde das manchmal auch so ein bisschen... Das hat mich zum Beispiel bei dem Let's Play von... Wie hieß denn das damals? Wo sich auch der Begriff Oma-Liebe geprägt hat hier. Wie hieß denn das? Weiß ich nicht. Ich habe nicht alle... One Late Night. Also das war, wo er da so eine von so einer Oma im Büro verfolgt wurde und so weiter. Mhm. Das konnte er zum Beispiel mal nicht fortführen, weil er einfach keine Zeit hatte. Aber andererseits hat er dann auch schon wieder neue Projekte auf dem Kanal angefangen. Und irgendwie verstehe ich solche Leute nicht, wenn sie wirklich merken, dass sie schon hinterherhängen mit bestehenden Projekten. Und das geht mir ja auch so. Ich habe auch noch Projekte, die ich auch noch fortführen muss. Zum Beispiel Plants vs. Zombies und so, das hängt schon monatelang hinterher. Ja, ich habe auch noch einige, die jetzt durch Harveys neue Augen davon weichen mussten. Und da muss ich einfach dann irgendwann mal sagen, nee, ich mache das erstmal fertig, bevor ich überhaupt irgendwie mal was Neues anfange. Alter, der Eingang ist geil. Das mit dem Holz lasse ich übrigens. Okay. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weißt du? Man kann zwar Projekte machen, aber man muss auch so im Auge behalten, was habe ich angefangen und was muss ich überhaupt irgendwann mal zu Ende führen. Ja, stimmt. Weil sonst versinkt man irgendwann selber so im, naja. Nirvana der Aufnahmen. Das stimmt. Bei mir ist es ja genauso. Ich habe auch schon teilweise echt Probleme, das in der Zeit wirklich zu rendern, wie ich es hinkriege, ne? Also wie ich es aufnehme. Das ist manchmal schon extrem schwierig. Hm. So. Also darauf kann man keine Vergessen, okay. Ne, dann hängen wir sie einfach an die Wand. Passt schon. Ich baue das bei mir einfach ab. So, und hier geht's dann rein in die Mine. Das wäre schon, glaube ich, ganz gut. So. Einfach eben hier den Sand abbauen. Sieht zwar echt komisch aus, aber naja. Und okay. Hier machen wir so eine Wand. Und dann geht's schon wieder dunkel. In die Mine rein. Ja, ich leuchte hier unten schon aus. Damit wir hier nicht so dunkel haben. Okay. So. Passt das hier? Ja. Ich würde sagen, hier bauen wir dann irgendwie so. Na. Nur mal gucken dann. Wie wir das machen. Alter, mein kleiner Finger wird gerade so übelst taub, ey. Lol. Wenn ich gerade die ganze Zeit Shift halten muss, damit ich hier nicht einen Abgang mache. Trotzdem kriege ich keine Wolken eingesammelt, weil sie alle runterfallen. Oh. Na gut. That's pretty stupid. Yes, it is. Yes. Wir haben fast kein Holy Stone mehr. Das ist schlecht. Auch ein Holy Stone. Naja, so ein bisschen. Also ich mache jetzt gleich die Mine fertig und dann können wir da sammeln. Das ist gut. Versuche ich gerade irgendwie hier unter diesen Sand zu bauen. Was ich allerdings etwas schwierig dabei ist. Unter diesen Quicksilver? Oder wie? Ich hab's hinbekommen. Ja, den werde ich jetzt nämlich komplett abbauen. Okay. Kannst du mal eben kurz nach unten in die echte Welt gehen und schlafen gehen? Kann ich machen. Weil dann wird's hier oben wieder hell. Und hier unten ist es echt gerade zappenduster. Also vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, was Fraps aus dieser Aufnahme macht. Ja. Dann wird das jetzt gerade für die Zuschauer... Fraps hat einen Bund mit YouTube. Nicht wirklich, ne? Höchstens ein Pakt mit dem Teufel. Also Fraps, nicht YouTube.
ne? So. Yeah. Ich liege. Gut. I'm sleeping. Down the street. Oh, es ist hell. Sehr schön. Wow. Holy Macaroni. Holy Macaroni. Welche Wolke meint ihr gerade, mich durch die Gegend schubsen zu müssen? Schubs. Vor allem, ich sehe sie nicht. Eine böse Wolke schubst mich. Ich hab sie gefunden. Ein böses Wölki greift an. Ein böses Wölkchen. Wölkchen. Brauche einen Löffel. Ein Löffel. So, dass ihr mich auch austauschen, bitte. Ah, danke, Wolke. Du hast mir geholfen, hier wieder rauszukommen. Jetzt muss ich hier nur schleunigst über diese noch improvisierte Erdbrücke. So, guck mal, hier unten ist jetzt eigentlich schon mal ein bisschen was ausgehoben und soweit. Wo denn? Das hier wird die Mine, also in die Richtung hier. Achso, also ich sehe dich wahrscheinlich hier, gerade wieder mal nicht. Ja, hier, also hier, wo du stehst. Geradeaus. Ah, das wird. Hier geht's in die Mine rein. Ja, und okay. Das ist ja halt der Eingang so runter. Das ist eigentlich schon ganz gut, finde ich. Ja. Kann man so annehmen. Gefällt mir das. So, ich schnapp mir jetzt mal eben. Erde, ich brauche Erde. Huch. Ja. Ich werde hin und her gepustet. Ich auch. Und das geht mir gerade gewaltig auf den Keks. Diese Wolke muss sterben. Sie muss sterben. Und vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr Zanit hier unten. Ja, dass die aber immer so angriffslustig sind, diese Wolken. Tja, das ist merkwürdig. Ein Fall für Galileo Mystery. Ja. Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Richtig. Ich baue eine Holzaxt so, immer. Jetzt ist sie tot, jetzt war sie nämlich hier drin. So. Das war ihr Todesschuss. Ja, hier unten brauche ich dann, wie gesagt, Quicksilver, damit ich hier das Fenster hinmachen kann. Damit hier nichts mehr reinkommt und so weiter. Ich bin schon unterwegs, Quicksilver abzubauen. Das dauert nur seine Zeit. Ja, ist okay. Oh, wir können es auch mit Wolken machen. Ja, wenn du weißt, ja, weiße Wolken haben wir eigentlich genug, ne? Ja, obwohl, das ist auch doof, weil dann kannst du wieder da durchglitschen. Also, beziehungsweise okay. Durchlaufen und dann fällst du runter und das ist auch schön, nicht schön. Stimmt. Haben wir echt keinen Sand mehr, keinen Kriegsersand? Nee, aber über uns, da ist gleich welche. Also ja, dann bau den da mal ab, weil dann über unsere Butze da. Onkel Bernies Butze. Ich baue ja noch Quicksilversand hier für den. Für die haben wir schon wieder Werbung gemacht, ey. Ja. Schlimm. Ja, es ist. Naja. So, ich gehe jetzt wieder unten den Quicksilversand ab, den ich jetzt eben abbauen wollte, aber die Wolke hat mich dran gehindert. Kann ich den nicht einsammeln? Achso, mein Inventar ist voll. Dann solltest du dein Inventar leeren. Hilft gegen volle Inventars. Das ist eine Weisheit. Ich weiß. Weiß, verstehst du? Weiß halt. Lol. Lol. Ja. Das war. Nein! Nicht wirklich wow, 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 nicht springen, Sand. Nicht springen, nicht springen, aufhören zu springen. Also ich hüpfe selber und sag aufhören zu springen. Das ist schon Schau. Manchmal ein bisschen. Nein! 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 Fuck. Fuck. Ich glaube, ich mach gleich einen Abgang. 3, 2, 1. Scheiße. Boah. Aber genau getimed, ne? Ja, aber wo ist das Zeug hin? Ich hatte nämlich keine Ahnung, wo ich hingefallen bin. Hm. Das ist jetzt echt beschissen. Es sah aus... Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wo ich hingefallen bin. Ist es eine Wolke? Ist es ein Flugzeug? Nein. Es ist Adrian, der aus der Welt fällt. Weil auch mal eben so aus der Welt. So, irgendwo hier müssen meine Sachen liegen. Es war Moos, also so Moos, so Sumpfboden, Sumpfmoosboden. Sumpfmoosboden? Ja, Sumpfmoosboden. Bester Boden, Alter. Oder bin ich doch hier ins Wasser? Nee. Oh Gott, das kann Bester Boden, Alter, Sumpfmoosboden. Da hinten irgendwo hingefahren. Was ist da los? Das ist ein bisschen nervig, dass der Minimap-Bot noch nicht funktioniert. Gar nicht funktioniert. Ja, nicht nur gar nicht, aber halt. Dass er halt, also im normalen 1.6 funktioniert er ja, glaube ich, schon. Aber halt. Ja, die werden ja immer relativ schnell abgedatet. Ja. Ist halt einfach nur nicht kompatibel. So, irgendwo hier bin ich, glaube ich, hingefallen. Ja, das reicht bei weitem. Es muss ja in der Nähe vom Portal sein. Tendenziell. So ganz eventuell so. Okay, tja, dann müsstest du mal schauen. Ja, ich hab mich. Du hast dich? Ich hab mich. Das ist gut. So, alles einsammeln. Und wieder das einsammeln, Alter, das bin einsammeln. Ich weit vom Portal weggefallen. Das
Jetzt bräuchte ich schon eine Schaufel irgendwie, aber egal. Ich hab eine. Ja, du hast eine Diamantschaufel. Ja. Und gleich ein bisschen Wolle, weil ich ein Schaf töte. Yay, lass die Ätherschafe liegen. Nein! Welche Ätherschafe? Die Ätherschafe halt. Es gab nie Ätherschafe. Schafe, die im Äther stehen. Ein Gerücht. Gab nie welche. Uhaha. War alles gelogen und betrogen. Betrogen vor allen Dingen. Betrogen? Betrogen und gelogen. Fällt mir gerade irgendwie so ein Lied hier von Wolfgang Petri ein, keine Ahnung. Nein, das war von... Von? Na, Schlagerkönig. Ne, es war von... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt. Nein, du Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ah, ey. Ich weiß nicht mehr, von wem dieses Lied war. Von den Prinzen. Verlieben, verloren, vergessen, verzeiht. Nein, nee, das war was anderes. Wie baut man denn diesen scheiß Altar, schönen Altar? Weiß ich nicht. Frag ich, Google. Ich weiß wie. Einfach Frag mit Holystone. Holystone. Im Kreis. Was, du drehst dich mit Holystone im Kreis? Ja. Yep. Okay. So, ich hoffe, dass jetzt dieser ganze Sand nicht irgendwie... Oder auch nicht. Ich wow, Google. Ich hab die ganze Zeit Sand abgebaut. Was macht der Sand runter? Warte mal. Aeta 2 Wiki. Enchanted Table oder sowas. Das fände ich vielleicht praktisch, dass man sagt, Sachen, die aus dem Äther rausfallen, finden sich, genau wie der Spieler, irgendwo unten in der Welt wieder. Hm. Weil das wäre ein bisschen zu ressourcenaufwendig, oder? Das könnte gut sein. So, ich will mich darunter aber noch bauen. Altar. Hm. Und in der Mitte ein Zanit. Okay. Haben wir Zanit? Ja, ne? Ja, haben wir. Gut. Very good. So, haben wir einen Altar. Den Altar stellen wir hier unten hin. Das ist eine gute Idee. So haben wir hier so die spirituelle Ecke. Spiritual World. So, ich habe jetzt einen 46er Stack und einen 15er Stack. Okay. Das Gravitite ist gleich nach oben geflogen. Ja, Gravitite fliegt doch immer nach oben. Das hat so an sich, ne? Ja, sonst würde es nicht Gravitite heißen, sonst würde es Tide heißen. Tide. Tide. Das war ja doof. Ich brauche sowieso noch. Nee, brauche ich gar nicht. Holy Stone habe ich ja. Hast du. Ja, gut, das ist. Das ist praktisch, wenn man Holy Stone hat. Ja, das ist heiliger Stein. Weil der aus dem Himmel kommt, verstehst du? Heiliger Stein! Heiliger Stein. Ach du heiliger Stein. Du sagst das voll unspektakulär. Das ist was Besonderes. Heiliger Stein! Na, davon gibt's ja hier nur Unmassen, ne? Ja, deswegen ist er auch so besonders. Aha. Das ist ja doof, ich hab den Raum 4 breit gemacht. Na und? Das ist voll unsymmetrisch. Unsymmetrisch, oh mein Gott, du kannst keine symmetrischen Wege machen, was? Doch, gar nicht. Sind diese Fenster eigentlich auch antreibend? Antreibend? Ja, so wenn du dran langläufst schon, glaube ich. Dann würde ich nämlich gerne mal testen, wie mache ich das, den in den Ofen? Nee, ne? Was? Oder wie mache ich diese Quicksalzsandfenster? Ich mache die gerade, hier. Ah, du hast noch genug Quicksalzsand, oder was? Also ich habe 36 Stück. Okay, ich habe hier noch ein bisschen was mehr. Achso, so geht das. Okay, dann gib mir mal ein paar. Ich habe 36. Die will ich ja erstmal einsetzen. Ne, gib mir mal ein paar. Ich will mal testen, weil ansonsten mache ich meine auch zu. Ja, hier, lauf dran dann. Nee, ich brauche mehrere. Gib mir mal, also stell mal so ein paar in der Reihe auf. Kann ja nicht. Ich muss die erstmal verbauen. Ja, dann gib mir halt ein paar. Du hast doch Sand. Oder nicht? Ja, so. Habe ich 16 davon. So. Wecker doch nicht rum. Ja, du bist dadurch minimal schneller. Aber wirklich einen Sinn gibt's nicht. Hier hast du noch 9. Thanks. So, ich hab hier nochmal. Ja, also wenn du wirklich schneller werden willst, musst du auch schon den Sand nehmen. Ja. Ob das bis da hinten reicht, weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich würde halt erstmal wirklich das Glas hier machen, weil. Du hast doch genug Glas. Ja, 11 Stück noch. Ja, reicht doch. Hier unten muss ich auch noch über Fenster einbauen. Nein, das musst du nicht, dann nehmen wir normales Glas. Wofür brauchen wir dieses Spezialglas überhaupt? Das ist einfach ethermäßig. Nein, das steckt, dann nimmst du normales Glas.
Meisterhand, ey. Mach. Der Kriegsorgan ist dazu da, damit du schneller wirst und nicht damit du schöne Fenster hast. Natürlich. Nein. Natürlich. Nein. Natürlich. Aber sowas von mir. Aber selbstverständlich. Nein. Aber hallo. Aber hallo, tschüss. Keine Ahnung. Hier müsste noch einer hin. Machen wir hier noch einen hin. Shit, jetzt komme ich schon wieder nicht dran. Hier sieht man noch ganz viel Sand. Aber ich komme da nicht dran. Doch, so. So. So, und hier noch gegenüber einen und jetzt habe ich noch eine Fackel und hier muss noch eine Fackel hin. Alles klar? Alles klar. Becken. Was? Weiße. Hast du nie gesagt. Und ich habe gerade schon wieder einen Abgang gemacht. Hallo. Du bist gefallen. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich hingefallen bin. Hoffe ich zumindest. Aber ich bin hier unten hingefallen. So, jetzt gehen wir hier runter. Die Stars. Nee, nicht hier hin. Und dann Hauptsache Haus sieht scheiße aus, aber sonst ist alles geil. Ja. Keller steht schon mal. Why not? So. Wo bin ich hingefallen? Irgendwo bin ich hingefallen. Irgendwohin. Muss nur gerade noch rätseln, wohin. Tja. Wir hatten doch hier irgendwo so eine Stelle, die so aussah, wo ich hingefallen war. Das Blöde ist ja, du siehst ja auch die Umgebung nicht, ne? Das ist doof. Also du siehst ja nur, bevor du auf, wenn du aufklatscht. Und da kannst du nicht mehr so wirklich viel draus. Nö. Ich glaube, ich habe gefunden, wo ich hingefallen bin. Also sieht zumindest so stark danach aus. Und das, also es muss ja in der Nähe des Portals sein. Theoretisch schon. Also ich glaube, man kommt immer in der Nähe vom Portal runter, aber halt nicht immer direkt. Ja, ja. Nein. So. Das habe ich nie gesagt. Aber hier bin ich nicht hingefallen. Verdammt. Wo könnte ich denn noch hingefallen sein? Wo bin ich hier hin? Ah, hier bin ich hin. Oh Gott. Hier bin ich aufgeklatscht. Okay. Ja, kennst du das doch, ne? Good to know. Good aufklatschen, to know. Blutlache. Ja, ja, Standard. Zerfetzte Gedärme. Alltag. So, aber wie. Könnt ihr mal weniger jetzt? Erde, mehr Stein sein? Das wäre super. Weniger Erde, mehr Stein. Nö. Wählt die Steinpartei. Oh, wir sind schon wieder. Welche Stein da? Steinpartei. Wir sind bei 17 Minuten. Ich wollte gerade sagen, wir sind über der Zeit. Mitch. Schon etwas länger über der Zeit. Aber okay. Naja, 17 Minuten. Kann man eben noch eine Easy. So, jetzt versuchen wir noch eine künftige Abmoderation für diese. Einen Moment, ich muss noch eine Fackel setzen, ja? Eine Fackel ist wichtig. Hier spawnt nämlich sonst ein Dings. Ein Dings. Ich weiß nicht genau, was hier spawnt, deswegen sage ich Dings. Okay. Gut, Hier muss auch noch eine. Ich habe eine Fackel. War's. Wir sagen Tschüss. Und darauf fällt mir kein Reim ein. Müsli. Müsli. Ja, sag mal, ja gut. Tschüssi, Müsli und Müsli. Whatever. Bis denn. Ciao. Ciao.